Hallo! Good morning! Besser? Ja, natürlich. Ja. Ja, hey, ich bin hier leider als Frau. Ich bin hier leider als Mann. Hallo, gutes neues Jahr, Bettina. Ebenso, danke. Ja, welcome to the video broadcast. Don't do it like Joe. All about family, friends, football and Forex. And today with our wonderful guest, Bettina Bauernfeind from Germany. Bettina, we wished each other already a happy new year. How did it start for you? And would you like to tell a bit about yourself? Oh, okay. Should I do this in English or in German? As you wish. I think I would prefer to speak in German. Maybe Okay, it's possible. natürlich. Sehr gerne. Gutes neues Jahr nochmal. Ja, Ja. eben, danke schön. Also, mein Name ist Bettina Bauernfeind, ich bin 53 Jahre alt, geboren in Süddeutschland im Schwarzwald und wohne jetzt aber in Bad Segeberg. Das ist ganz im Norden von Deutschland, da wo die Indianer und Cowboys im Sommer immer die Karl-May-Festspiele aufführen. Da wohne ich Okay. gerade, genau. Okay. Und jetzt, wir haben uns über LinkedIn kennengelernt und ich verfolge deine Beiträge schon seit, ich denke, seit du dabei bist und ich finde die sehr kompetent und auch sehr professionell. Dann hatten wir auch schon telefoniert. Du bist dabei, eine Partei zu gründen. Richtig. Ja, das ist korrekt. Ja, ich dachte, man muss mal wieder ein bisschen seine Ziele hochstecken. Tatsächlich wäre das jetzt gar nicht so primär mein erster Wunsch gewesen, aber ich finde, dass die Politik gerade sehr viel in meinem Leben zu tun hat und das finde ich nicht so prickelnd. Das heißt, irgendwie hab gefühlt, ist die Politik in meinem Schlafzimmer und da hätte ich sie dann gerne wieder raus. Weil aus meiner Sicht die ganzen Leute da so mega übergriffig sind, dass die irgendwie glauben, sie müssten jetzt irgendwie 100% meines Lebens regeln. Jedenfalls empfinde ich das so. Und ich fühle mich durchaus in der Lage, mein Leben selbstständig auf die Reihe zu bekommen. Und deswegen, da die nicht von alleine aufhören, das interessiert die offensichtlich nicht, was ich zu sagen habe, kann ich auch irgendwie nachvollziehen, dachte ich mir, ich müsste mir mal ein bisschen mehr Gehör verschaffen. Und ja, deswegen war das der Plan? Also tatsächlich bin ich auch ausgebildete Verwaltungsfachangestellte. Das heißt, ich habe das auch mal gelernt oder viele Kenntnisse aus dem öffentlichen Dienst, öffentlichen Bereich und bin gleichzeitig auch noch Diplom-Betriebswirtin und seit 25 Jahren in kaufmännischen Leitungsfunktionen der Wirtschaft tätig. Habe auch schon ein Unternehmen aufgebaut mit 80 Mitarbeitern. Also ich traue mir das durchaus auch zu und denke, ein bisschen mehr Kompetenz, das mag jetzt arrogant klingen, ist es wahrscheinlich auch, könnte unserer Regierung gerade nicht schaden. Also wenn ich dann tatsächlich diese Übertragungen sehe, auch allein mit den Corona-Zahlen, dann denke ich mir, das kann doch nicht wahr sein, dass das irgendjemand glaubt. Wer glaubt das? Wer berichtet so unseriös? In meinem Berufsleben ist die Darstellung der Zahlen, so hat es angefangen im März 2020. Deswegen hatte ich auch keine Angst vor irgendeiner Krankheit, weil so wie die das dargestellt haben, war das maximal unseriös. In meinem Job, ich weiß gar nicht, dass überhaupt jemand aus meinem Job davor Angst hat, weil so wie die Zahlen präsentiert wurden, wie gesagt, kann ich nur sagen, maximal unseriös, hätte mich jeder ausgelacht, wenn ich das gemacht hätte. Okay, du hast ja auch gute Berufserfahrung im Finanzbereich, Interimsmanager auch, Diplom-Betriebswirtin, also du weißt, wovon du sprichst. Jetzt aber trotzdem den Gedanken zu haben und dann wirklich die Partei zu forcieren, das ist ja schon ein Mammutprojekt, das dir jetzt vorsteht. Was sind so die Grundsätze oder die Grundpfeiler dieser Idee oder der Partei? Kann man sie schon Partei nennen oder ist das noch zu früh? Also heute Abend haben wir tatsächlich die Gründungsversammlung, also offiziell, weil es gibt ja auch so ein paar Formalien einzuhalten. Die Idee ist tatsächlich am 14. Dezember geboren, ist ja auch ein bisschen kurz noch. Aber
Die Idee resultierte aus meinem Bemühen, irgendwie im Landtag Schleswig-Holstein, in der Landtagswahl im Mai 2022, irgendetwas bewegen zu können. Da habe ich mich in verschiedenen Parteien umgeschaut und habe irgendwie nicht das gefunden, was ich gesucht habe. Tatsächlich habe ich mal bei der FDP angefangen rumzuschauen und fand das dann witzig, was die so unter Freiheit verstehen. Frei war da nämlich gar nichts. Weil wenn jemand einen Zwang vertritt, grundsätzlich, wer sich für einen Zwang einsetzt, das ist genau das Gegenteil von Freiheit. Das ist ein Widerspruch in sich. So, das heißt, und auch was Wirtschaftsminister Lindner gerade erzählt, sind aus meiner Sicht auch steuerliche Dinge, die schon lange gültig sind. Das ist jetzt nichts Neues, vielleicht sind sie für ihn neu, für mich sind sie nicht neu. Aber gut, und deswegen fand ich auch, was dieses höchste, wie soll ich das sagen, der höchste Wert in dieser Partei und auch mein eigener ist tatsächlich Integrität. Ich kann es leider nicht anders, bin Totalversager bei Lügen und Betrügen, tatsächlich. Also ich gebe zu, das eine oder andere Mal habe ich mir auch schon überlegt, könnte man es sich vielleicht nicht ein bisschen leichter machen? Ja, aber das geht nicht. Ich kann nicht lügen, da muss ich mir viel zu viel merken. Und deswegen, ich finde es auch nicht nötig, weil, weiß auch nicht. Also tatsächlich habe ich gedacht, versuch's mal mit Kompetenz und Integrität. Ist vielleicht mal was Neues in der Politik. Schade eigentlich, ja. Aber leider nötig. Ja gut, also mit der FDP, da bin ich jetzt auch ganz offen mit dir, Bettina. Ich habe genau den gleichen Eindruck gewonnen, wie du gerade gesagt hast. Ja. Es ist so schade, weil wenn ich zurückdenke an die Zeiten der FDP, also wie der Westerwelle da auch noch am Ruder war, ich mochte ihn nicht jetzt, wow, aber so Prinzipien, die Freiheit, das F in der FDP, das habe ich schon geschätzt. Ja. Ist aber total, ist komplett abhanden gekommen. Gebe ich dir vollkommen recht, sehe ich genauso. Was sind die nächsten Schritte? Hat die Partei einen Namen? Was kommt als nächstes? Also genau. Namen, ja. Genau, der Name ist tatsächlich Freiheitsbewegung. Und für mich ist tatsächlich Freiheit etwas völlig Zeitloses. Es ist immer das Gegenteil von Abhängigkeit. Und im Moment ist der Trend gerade, dass wir global in Abhängigkeiten geführt werden sollen. Das ist aus meiner Sicht der Trend. Entweder zu digitaler Abhängigkeit, zu irgendeinem Großkonzern oder eben in die Big Pharma-Abhängigkeit, indem wir uns alle Vierteljahre freikaufen dürfen, indem wir uns eine Spritze antun dürfen. Das ist nicht mein Verständnis von Leben und schon gar nicht von Lebensfreude. Ich glaube, grenzenlose Freiheit ist unsere Natur. Und das heißt aber nicht, dass man das jetzt auf Kosten anderer tun muss. Das wird immer als Egoismus bezeichnet. Das ist es überhaupt gar nicht. Weil Freiheit hat etwas auch mit Achtsamkeit zu tun, mit Wertschätzung. Und wenn ich mit mir und auch mit Selbstliebe, wenn ich mit mir selber sehr achtsam umgehe, dann tue ich das auch mit anderen. Und das ist tatsächlich auch ein Spezial-Know-how, was meine Mitbegleiter auch mitbringen. Die sind nicht nur im Business gut ausgebildet, sondern die sind auch im Bereich der Bewusstseinsforschung gut ausgebildet. Das heißt, die wissen, wie ticken wir selber und dann auch, wie tickt der andere. Das heißt, wann bin ich ego-gesteuert und wann bin ich tatsächlich aus dem Herzen geleitet oder auch aus dem Verstand. Das sind unterschiedliche Mechanismen. Also wir handeln ja aufgrund unserer Glaubenssätze. Das heißt, der eine glaubt jetzt gerade, die Impfung ist der heilige Gral, der andere hält sie für eine todbringende Brühe. So, diese beiden Extremen kann man nicht übereinander bekommen, weil das sind Glaubensrichtungen. Wir führen immer nur Glaubenskriege. Und ich möchte gerne, ich glaube, es hat Platz für ganz, ganz viele Meinungen. So, das heißt, ich erlebe das auch in meiner Familie. Man darf ja gerne seine Meinung haben, aus meiner Sicht. Aber wenn wir anfangen, unsere Meinung auf jemand anderen, dem anderen aufzwingen zu wollen, dann ist das nicht integer. Das ist unlauter. So. Und deswegen, dafür setze ich mich ein. Ich hoffe, es gelingt mir, weil ich glaube, dass das jeder von uns eigentlich möchte. Die Freiheit. Ich denke, da ist in vielen Ländern im Moment Platz für so eine Nische. Freiheitsbewegung, weil einfach die Leute realisiert haben, dass die ganzen Einschränkungen, die im Moment da aufgebürdet werden, schon teilweise in die Grundrechte eingreifen. Und da wird es natürlich kritisch. Jetzt, was sagst du zu einer Aussage von Olaf Scholz? Es gibt keine Spaltung in der Gesellschaft, wir sind alle eins und das ist nur ein kleiner Rand.
Also Herr Scholz hat von mir hat augenscheinlich eine Wahrnehmungsverdrängung oder irgendwie, ich weiß nicht, Realitätsverlust. Wobei, es kann natürlich sein, dass wir uns ja alle immer in einem gewissen Umfeld befinden. Also wir haben ja immer so unsere eigenen Seifenblasen. Das heißt, wenn Herr Scholz tatsächlich nur den öffentlichen Medien glaubt oder sich nur daraus informiert, dann hat er möglicherweise diesen Eindruck. Wenn ich aber auf die Straße gehe, mir die Leute anschaue und auch die normalen Gespräche führe, dann ist das eben nicht so. Aber es gibt tatsächlich Menschen, die sind über viele, viele Jahre nur in Leitungsfunktionen. Da kriegst du kein ehrliches Feedback mehr. Passiert in der Wirtschaft auch. Wenn du Vorstand bist, 16 Jahre, 20 Jahre, dann hast du nur finanziell abhängige Menschen um dich rum. Das heißt, die erzählen dir, du bist der König der Welt und möglicherweise glaubt das der eine oder andere dann irgendwann mal. So, Herr Scholz finde ich ja sehr interessant, dass man mit so einer Karriere wie Herr Scholz mittlerweile Bundeskanzler wird. Das zeigt mir, dass eine Trendwende ganz dringend notwendig ist, weil vor einiger Zeit noch musste ein Bundespräsident wegen 800 Euro, die er offensichtlich angenommen hat, zurücktreten, von Mutti Merkel genötigt, jetzt geh mal, mach dich mal vom Acker. Und heute, ja, scheiß drauf, kann man mit gefälschtem Lebenslauf, mein Gott, dann mache ich halt, also unsere Politiker, die haben ja überhaupt gar keine Skrupel mehr. Das ist völlig gleichgültig, habe ich halt einen Doktortitel, mein Gott, dann mache ich den Doktortitel halt weg, was stellst du dich so an? Dass man irgendwie Unlauterbarkeit, dass das überhaupt noch Konsequenzen hat, das ist gerade irgendwie, diese Mechanismen sind völlig ausgehebelt. Und das resultiert aus meiner Sicht so ein bisschen auch aus dem Internet. Das ist ja immer Fluch und Segen. Das heißt, ja, du kannst dir deine Welt aufbauen, wie immer du möchtest. Du kannst dich ja nur noch mit, wie Pippi Langstrumpf, ich kann mir die Welt basteln, wie ich sie will. Und dann glaubt man das tatsächlich auch, bis man dann eines Tages ganz hart von ganz oben nach ganz unten aufschlägt. Das passiert dann halt eben auch manchmal. Ja, und kann ich auch bestätigen, was du am Anfang gesagt hast, Bettina. Wenn man in dieser Blase ist, also Führungsposition oder Vorstand, nur mehr 5-Sterne-Hotels und dann Privatflieger und so weiter, man wird eigentlich nur mehr mit Honig um den Mund beschmiert und man vergisst eigentlich die Basis. Also man vergisst komplett 80% der Leute, was die für Sorgen haben. Wenn da jemand nicht ein bisschen schlau ist und dann über den Rand hinaus sieht, stimme ich dir zu. Okay, Freiheitsbewegung Deutschland. Wann machen wir das zweite Interview, Bettina? Wann denkst du, ist ein guter Zeitpunkt? Wir haben tatsächlich, Entschuldigung, wenn ich nicht unterbreche, also ganz klarer Fokus sind die Landtagswahlen 8. Mai in Schleswig-Holstein, 15. Mai in Nordrhein-Westfalen. So. Da habe ich schon mal ein paar Leute eben zusammengetrommelt. Jetzt wird die Partei gegründet. Dann werden die Landesverbände gegründet. Und dann geht es ja erstmal noch an die Unterstützungsunterschriften. Das heißt, wenn wir das formelle Grundgerüst haben, dann werden wir uns zur Wahl anmelden. Und dann brauchen wir so viel wie möglich Unterstützungsunterschriften. Das sind tatsächlich Formblätter. Und dann geht's los und die hoffe ich im Januar, muss ich die einsammeln. Da können wir dann tatsächlich die Werbetrommeln rühren. Ich kann dir nur sagen, wenn das so... Wie viel brauchst du Unterschriften? Sorry, dass ich dich unterbreche, aber wie viele Unterschriften brauchst du oder braucht ihr als gründende Partei? Also wir brauchen, um eine Landesliste erstellen zu können, 1.000 Unterschriften aus Schleswig-Holstein. Und in Nordrhein-Westfalen auch. Aber jeder kennt ja irgendwo irgendjemanden. Und ja. Das ist tatsächlich der nächste Step. Was ich noch sagen wollte ist, wenn das so klappt, ich habe so großartige Menschen zusammengefunden, weil das wird keine herkömmliche Partei sein, wie man sie kennt. Weil außergewöhnliche Umstände bedingen außergewöhnliche Maßnahmen. Das heißt, das wird tatsächlich ein Weg in die Heilung von uns allen sein. Das ist keine klassische Partei, sondern es sind sehr viele Leute, die sind im Coaching mit dabei, verstehst du? Die haben Kompetenzen in der Menschlichkeit, weil ganz ehrlich, so ein Haushalt sanieren, das können viele, aber es geht darum, wie komme ich tatsächlich wieder in die maximale Empathie? Und das kann man trainieren, das kann man lernen. Da zum Beispiel, wie gesagt, wenn man seine eigenen Kindheitstraumata aufarbeitet, dann wird man glücklicher. Und das ist das, was ich meine. Dieser Weg wird jeder Einzelne, der mitkommt, ist schon eine Bereicherung an sich. Und das ist eben dieses Großartige. Und das ist das Tolle daran. Und es gibt mir auch diese Kraft, dass nämlich echte Solidarität,
die entsteht nämlich von Herz zu Herz. Und die kannst du niemandem vorschreiben. Das ist das Großartige an dieser Bewegung, dass wir uns alle gegenseitig so bereichern, dass wir so dankbar sind überhaupt. Das ist das Geschenk dieser Zeit, dass man so großartige Menschen auch kennenlernt. Neben all diesen schrecklichen Sachen, die passieren, gibt es auch großartige Geschenke. Diese Menschen, die ich kennenlerne, also wie du siehst, ich bin total geflasht tatsächlich. Und ja. Wenn das so weitergeht, ist es eine einzige Bereicherungsreise. Und ich glaube, dass wir irgendwo geführt werden, wenn es zum Wohle aller ist, wird es auch funktionieren. Und wenn es nicht zum Wohle aller ist, dann werde ich was anderes machen müssen. Also ich denke auch, die Freiheitsbewegung, die hat einen Platz in unserer Gesellschaft. Ich denke in vielen Ländern im Moment. Aber jetzt mit Wohnsitz Schweiz kann man dich ja im Moment nicht unterstützen, wirklich aktiv, oder? Doch, wir sind ja offen, wir sind eine offene Bewegung. Das kann man tatsächlich auch mit Auslandsgruppen machen zum Beispiel. Also auch, gerade eben habe ich mit einer ein Zoom-Meeting gemacht von Bali. Hallo? Und der andere war St. Kitts, das ist eine karibische Insel. Ist ja nicht so, dass wir nicht international werden. Tatsächlich kann man Mitglied werden und man kann ja in vieler Form unterstützen. Heute im Internetzeitalter kann man von zu Hause, vom PC aus das weiterleiten. Natürlich brauche ich hier die Truppe in Bad Segeberg und Schleswig-Holstein, habe ich natürlich auch in der Realität. Die helfen mir physisch, also die sind tatsächlich hier und helfen mir Plakate aufhängen, was weiß ich. Dann, da kann man wirklich viel machen. Und selbst auch wenn es mit Geld ist, also ich finanziere das erstmal alles selber. Ich habe meine Firma erstmal sozusagen auf Eis gelegt, um mich 100% dieser Sache zu widmen. Ich lebe von meinen Rücklagen und finanziere das auch aus meinen Rücklagen. Irgendwann sind die dann mal zu Ende, aber okay, das ist dann das nächste Thema. Weil ich glaube, es gibt keinen anderen Weg mehr, weil wenn wir das nicht tatsächlich jetzt mal umlenken, von alleine hört diese narzisstische Energie nicht auf. Und deswegen werde ich meine ganze Aufmerksamkeit auf dieses Projekt jetzt widmen. Das finde ich, bin ich auf der Sache irgendwie schuldig. Ich kriege auch immer wieder zu hören, ja, noch eine Partei. Ich weiß das, aber das ist eben jetzt mein Weg und viele kommen mit. Und wie gesagt, wenn es zum Wohle aller ist, dann wird es auch gelingen. Gefühlt, ich habe ja die Satzung von dir bekommen vorab. Ja. Ich habe ja auch durchgelesen, habe auch den Mitgliedsantrag gesehen. Ja, also ich könnte ja auch theoretisch Mitglied werden, richtig? Ja, ich hoffe doch. Hallo? Natürlich. Schweizer. Also Ausländer dürfen Mitglied werden in der Partei. Ja, wir sind alle im Herzen miteinander verbunden. Und manchmal gibt es natürlich örtliche Regularien. Ja, das weiß ich auch. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel bei der Landtagswahl mich aufstellen lassen will, dann muss ich natürlich hier wohnen, dann muss ich meinen Wohnsitz haben, dann muss ich wählbar sein. Das ist aber wieder was anderes. Das ist ja nicht die Mitgliedschaft in unserer Bewegung oder in unserer Partei. Die kann von überall erfolgen. Nur bei bestimmten Wahlen gibt es eben dann bestimmte Vorschriften. Aber du hast ja hier schon großartig, schon allein mit diesem Stream, hast du ja schon so viel, auch da verstehst du auch, dass du dabei bist mit dem Herzen, das fühlt man ja. Das finde ich schon großartig. Ich denke, die Freiheitsbewegung an sich, die hat ja im Moment Millionen oder Abermillionen Anhänger. Es ist die Leadership, das ist jetzt die Kunst der Koordination, die du ja zum Glück vielleicht durch deine berufliche Ausbildung hast. Ja, und ich habe schon den Eindruck, dass du sehr professionell arbeitest seit Tag 1, seit ich dich kenne. Das ist natürlich jetzt entscheidend. Ja, die Schritte müssen professionell vorgetragen werden, aber natürlich unterstützen gerne. Habe mich auch sehr geehrt gefühlt, dass du an mich gedacht hast, als du die Parteigründung geplant hast. Und sehr gerne unterstütze ich euch. Ja, also wo immer ich kann. Was gibt es noch zu sagen im Moment? Ich wollte noch kurz ein bisschen auf das Logo und auf die Essenz dieser Bewegung auf die eingehen. Es ist tatsächlich so ein bisschen gefühlt back to the roots, also sehr in das Minimalistische. Das ist ja die Freiheit. Wirklich tatsächlich nur so wenig Regeln wie möglich. Das heißt, die Partei ist auch so, wir haben nur 3 Vorstandsmitglieder, alles so schlank wie möglich. Und auch dieses Logo ist ja auch diese 3, das sind Schwingen, das sind die Schwingen des Albatros. Das heißt, kennst du, ich weiß nicht, ob der Albatros dir was sagt, das ist ja so ein bisschen, ne, so ein Symbol.
Und auch diese Farben, das sind die Elementarfarben. Das heißt, auf diesen Farben baut jede andere Farbe auf. Und das ist einfach dieses, das mag ich sehr, dieses pure, reine. Und das ist wie so ein Baum, da können auch ganz viele Äste dann entstehen. Mir ist auch klar, also ich kann das nicht tatsächlich alles kontrollieren. Man kann da nur ins Vertrauen gehen und sagen, ja, ich muss meine Herzensvision abschicken und hoffen, dass viele auf diesem Herzensweg mitgehen. Da werden auch Ego-Spielchen kommen, dessen bin ich mir völlig bewusst, dem werden wir uns dann stellen und dann werden wir schauen, was daraus passiert. Aber wenn man es gar nicht versucht, dann ist man auch schon gescheitert. Und deswegen, ich bin sehr sicher, dass das ein sehr guter Weg ist und deswegen gehe ich ihn jetzt mal. Und bis Mai haben wir, wie gesagt, ein sportliches Ziel, was professionell begehbar ist und danach sieht man weiter. Genau so, wie hat er geheißen, der da die 5% und dann auch die 16% bei der FDP, wie war der Möllemann war das, glaube ich, oder? Ja, hast du eine Zielvorstellung, wie groß du werden willst mit der Partei? Gut. Also natürlich, ganz klar, werden wir die Mehrheit im Landtag haben, da habe ich gar keine Bedenken. Wir sind die Underdogs. Am besten ist immer, wenn man unterschätzt wird, weil bisher wird man ja so im besten Fall noch irgendwie belächelt und naja, was will die denn? Aber das habe ich schon öfters mal. Also ich bin immer, wenn ich, wie sonst, ich war auch schon Nummer 4 in Deutschland im Kunstradfahren, weißt du? Ich kann auch auf dem Sattel stehen, auf dem Lenker stehen und auch rückwärts Fahrrad fahren. Also das ist jetzt auch nichts Ungewöhnliches für mich. Das heißt, ich traue mir und ich bin auch sicher, dass ich das kann, zum Beispiel Ministerpräsidentin vom Land Schleswig-Holstein zu werden. So, erstens mal habe ich das alles gelernt, kann den Haushalt sanieren und ja, also tatsächlich brauchen wir dazu die Mehrheit. Freunde, dann wisst ihr, was ihr wählen sollt. Also jetzt mal ganz ehrlich, ich traue dir es zu, Bettina. Das haben tatsächlich viele gesagt, okay Bettina, wenn das jemand kann, dann du. Ich kann das aber nicht alleine. Ich habe auch Unterstützung von oben. Ha, Spezialfreund. Tatsächlich habe ich großartige Leute und ich bin seit März 2020 sozusagen im Widerstand. Aber Widerstand wird uns nicht weiterbringen, weil Widerstand provoziert Widerstand. Das hilft uns alle nichts, wenn wir uns gegenseitig auf die Mütze hauen, bloß weil jeder was anderes glaubt. So. Und deswegen, es muss gehen und das geht auch, in meiner Familie geht das auch, dass man sich einfach wertschätzt, dass man dem anderen seine Meinung lässt und ihn deswegen nicht umbringt oder was auch immer macht. So, und jeder mit seinen eigenen Ängsten eben guckt, wie er selber damit klarkommt. Das ist tatsächlich, wie gesagt, ich glaube, es geht, aber ich möchte nicht in die Verurteilung gehen, sondern in die Heilung. Tatsächlich glauben viele Leute, sie tun etwas Gutes, aber ein Zwang, jemandem aufzudrücken, ist niemals etwas Gutes. Da befinden sich die Leute im Irrtum. Und wenn ich so in der Angst bin, dass ich mit meiner Neurose nicht mehr klarkomme, dann ist das jedem sein eigenes Problem und nicht von der Gesellschaft. Du fliegst ja auch nicht in ein Malaria-Land und sperrst dann erstmal alle CC-Fliegen ein, weil die Malaria übertragen, sondern du impfst dich, fliegst in dieses Land und gehst dann eben ein gewisses Risiko ein. Ja, hallo, das Leben birgt Risiken. Ja, so ist das. Aber wir dürfen nicht vergessen, es birgt auch sehr viele Freuden. Und ich weiß nicht, wer sich tatsächlich mit solch einem Leben zufrieden gibt. Ich kann das nicht glauben, selbst wenn man diese ganze Story glaubt, dass man so ein Leben führen möchte in der Abhängigkeit von zu Big Pharma, sein restliches Leben alle 3 Monate sich irgendwo freispritzen muss. Für mich ist das sehr schwer zu glauben, dass man sich mit so einer niedrigen Lebensqualität zufrieden gibt. Und ich nicht. Ich tue das nicht. Ich möchte Freude haben. Weißt du, ich komme aus einer Karnevalshochburg, Süddeutschland. Wir haben einmal im Jahr eine Riesenfreude, eine Riesenparty gemacht. Und wer hinterher nicht 2 Wochen krank war, haben wir gesagt, du hast kein Fasnacht gemacht. Ne? Ja, und wir wussten das, ja, aber wir hatten so eine Gaudi, dass wir hatten so viel Freude in unserem Leben, nur diese Einwohner, dass wir 2 Wochen Erkältung oder sonst was oder Kater haben wir in Kauf genommen. Und das ist das. Ja. Und manchmal, was wir auch vergessen, was ich nochmal sagen will, Krankheit. Wir verdammen immer das Wort Krankheit. Alle haben Angst vor Krankheit. Aber ganz klar ist Krankheit auch mal ein Signal des Körpers, mal wieder auszuruhen und zu sagen, hey, möglicherweise überfrachtest du gerade dein ganzes System.
Und da, das ist immer so diese negativen Bewertungen. Das heißt, Krankheit sagt dir auch mal, hey Joe, mach mal ein bisschen locker, schalt mal einen Gang zurück, leg dich vielleicht mal eine Woche zu Hause hin, lies mal ein Buch oder rede mal mit deinen Kindern, mit deinem Hund, ich weiß es nicht. Ja. Verstehst du, was ich sagen will? Diese Bewertungen immer, diese einzelnen Bewertungen, keine Situation, jede Situation ist neutral. Das heißt, ja, es gibt immer eine positive und eine negative Bewertung. Und diese Manipulationstechniken, die möchte ich den Leuten auch aufzeigen und sagen, hör mal zu, du wirst gerade manipuliert. Aufwachen. Ja. So, das ist auch ein bisschen. Perfekt. Ich habe ja als Vorankündigung habe ich den Spruch genommen, 2022 ist alles über Leadership. Also entweder Leadership oder Leadership. Und ich denke, wir haben zu viele Schafe im Moment, welche durch Propaganda und Brainwashing einfach komplett in die falsche Richtung gedrängt wurden. Es wird eine riesige Herausforderung werden, diese wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Also ich denke mal, wenn ihr das so macht wie geplant, die 20% der Ungeimpften habt ihr ja sowieso schon in der Tasche, dann seid ihr schon bei 20% und nach oben keine Grenzen. Ja, Ministerpräsidentin Schleswig-Holstein, könnte ich mir gut vorstellen, komme ich mal besuchen. Ja, dann würde ich mal vorschlagen, Bettina, wenn du zustimmst, dann lassen wir dich mal arbeiten und euch. Und ich lade dich zu gegebener Zeit nochmal ein, wie es gelaufen ist, so der Start, oder? Ja, sehr gerne, sehr gerne. Also ich bin ja, wie du siehst, Feuer und Flamme und möchte aber auch den Leuten Mut machen. Das ist ja auch meine Mission, verstehst du, zu sagen, hey, wir sind viele. Und auch, also es nimmt nicht nur die ungespritzt, weil für mich ist es keine Impfung, nicht nur die Ungespritzten, sondern auch viele, die sich eben unter Zwang, unter Druck haben spritzen lassen müssen, die sagen, Bettina, hilf uns, du führ uns da irgendwie raus, mach das. Ne? Also es ist ja, und ich schreibe das ja auch keinem vor, verstehst du, Joe? Wenn jemand sich damit sicher fühlt, dann kann der das ja weiterhin machen. Du kannst auch in deinen Körper reinjagen, was immer du willst. It's up to you, verstehst du? Es geht dir nur um den Zwang, den möchte ich halt nicht haben. Hundertprozentig wieder einer Meinung. Das ist ja schon fast ein bisschen mysteriös. Nein, und hör zu, Bettina, die Freiheitsbewegung. Hält die den Covid-Pass bei oder würde die den verbieten? Abschaffen. Verbieten finde ich immer sehr schwer. Er ist unnötig, verstehst du? Wenn, wie gesagt, wenn sich jemand mit so einem Stück Papier sicher fühlt, dann kann er das von mir aus reinkritzen, was er will. Es geht mir darum, dass es keinen Zwang geben muss. Also ich möchte auch nicht grundsätzlich die Pharmaindustrie verteufeln, obwohl sie für mich nicht passt. Aber viele Leute sind so über Generationen gewöhnt an diese Hilfe von Medikamenten, dass das für die in ihrem Glaubenssystem auch hilft. Verstehst du, was ich meine? Und es geht mir ausschließlich darum, dass nirgendwo ein Zwang herrscht. Natürlich gibt es irgendwie rechts vor links Regeln. Ja, weiß ich auch. Natürlich gehe ich auch nicht bei Rot über die Straße. Nein, und ich lege auch den Sicherheitsgurt an. Ja, aber der Sicherheitsgurt ist nicht in meinem Gesicht, ne? Und auch nicht in meinem Körper drin. Was in meinen Körper reinkommt, entscheide ich immer noch selber. Und dein Körper ist deine Entscheidung. Verstehst du? Jeder hat für sein, das ist wie ein Auto. Dein Körper ist dein Auto. Das heißt, so wie du dein Auto pflegst, manche pflegen ihr Auto besser als ihren Körper. Das ist dein Vehikel. So. Das heißt, das möchte ich für alle erhalten. Und ob die jetzt da mit ihrem Covid, wenn die sich da wohlfühlen und den unter das Kopfkissen legen müssen, dann können die das von mir aus auch machen, solange er nicht unter meinem Kopfkissen legen muss. Das ist der Grundpfeiler. Eine Freiheit heißt, jeder darf seine Meinung vertreten. Und das ist auch in unseren Grundrechten verankert. Normalerweise sind die Grundrechte Abwehrrechte gegen den Staat. Das müssen wir mal ganz klar festhalten. Es sind keine Ermächtigungsgrundlagen für den Staat. So. Und das ist aus dem Blick verloren worden, ob absichtlich oder unabsichtlich. Wollen wir mal dahingestellt lassen. Ja. Aber gerne dürfen wir das immer wieder wiederholen. So. Und das heißt, wie gesagt, dieses Recht nehme ich in Anspruch. Oder wir leben nicht mehr in einer Demokratie. Das muss man sich mal ganz klar vor Augen führen. Ich hätte gerne, ich finde unser System grundsätzlich gut. Wahrscheinlich in der Schweiz ist es noch besser, was man so hört. Aber ich habe auch 3 Semester Jura studiert in 17 und 18 und bin zwar kein Jurist, aber schon ein bisschen weiter als ein Laie. So, das heißt, ich habe auch öffentliches Recht, da einige Grundkenntnisse mir angeeignet und ich mag unser Grundgesetz und ich hätte es gerne so weiter gehabt.
oder vielleicht noch freier. Ein bisschen, wie gesagt, Reduzierung von Regeln und Reduzierung der Steuern, das geht übrigens auch, indem man die Ausgaben reduziert. Im öffentlichen Dienst muss man nur die Ausgaben reduzieren. Privatwirtschaft und öffentliche Wirtschaft trennen und dann geht das ratzefatze, so wie es früher mal war. Finanzen, das ist eher so auch mein Thema, da kommt einiges auf uns zu. Also Finanzminister zu sein in diesen Tagen ist sicher nicht das Einfachste, ja, außer man ist Chairman von der Fed, ja, und schaltet ein und presst und presst und presst. Und die Europäische Zentralbank hat nur eine Wahl im Moment zu drucken. Wer soll das alles bezahlen? Da kommt noch einiges auf uns zu. Andererseits stimme ich dir auch zu in dem Bereich freie Wahl über seinen Körper. Ja, ich denke, das ist sehr wichtig, weil wir erziehen unsere Kinder, auch die Söhne, ja, sehr strikt, ein Nein ist ein Nein. Ja? Und da haben uns die Mütter anderer Töchter immer gebeten, bitte mach doch das. Ja? Und jetzt, ich habe ja auch zwei Söhne, ja, und die verstehen auch nicht wirklich mehr, was im Moment passiert. Wenn die sagen, ja, ist ja. Wenn sie Nein sagen, trotzdem ja, das passt ihnen auch nicht. Ja, ich bin bei dir. Ja, weil wenn sie sagen, du erzählst uns 20 Jahre, ein Nein ist ein Nein, und dann sagen wir Nein, und dann ist es doch kein Nein. Ja, also da habe ich auch einiges, einfach vom Prinzip her, habe ich auch gegen solche Pflichten, die speziell den Körper betreffen. Ja, den eigenen Körper. Wenn ich eine Spritze will, will ich das selbst entscheiden, und wenn ich keine will, will ich das auch selbst entscheiden. Ja, also das ist vielleicht nur ich oder du, aber ich denke, viele Menschen denken da ähnlich. Ja? Ich glaube, okay. Ich wollte nochmal auf diese Abgrenzung zu sprechen kommen. Das ist tatsächlich eine Verantwortung, die uns niemand abnimmt. Verstehst du? Wenn jemand, also unsere eigenen Grenzen, die müssen wir selber verteidigen, weil der andere die gar nicht kennt. Aber, und das ist auch etwas, was ich auch den Mädels mal dann mit auf den Weg geben möchte, wenn sie ein Nein sagen, dann müssen sie das gefälligst auch so meinen und nicht irgendwie, verstehst du, wie ich meine? Und das ist bei allen Menschen so. Klare Kommunikation. Das heißt, wenn ich Nein sage, das gilt jetzt speziell für mich, wenn ich Nein sage, dann heißt das Nein und zwar beim allerersten Mal. Und davon gehe ich auch nicht weg. Und das habe ich schon gemerkt, das ist auch ein Reflex. Da kannst du mich noch so zwingen, je mehr ich, das ist für mich dann immer noch unlauterer und da fühle ich mich noch viel mehr bestätigt, dass mein Nein richtig ist. Aber diese Abgrenzung, die wird jeder von uns jeden Tag immer wieder selber treffen müssen. Das kann ich niemandem abnehmen. Und das ist auch die Zeit, wie du auch sagst, jetzt tatsächlich auch sich zu trauen, zu sich selber zu stehen. Auch ein Nein, weil Nein hat man ja immer Angst, oh Gott, wenn ich jetzt Nein sage, dann werde ich ausgeschlossen aus der Gesellschaft. Ja, das ist heißt, ja schon fast. Ja, eben ist so. Das heißt, das Nein ist ein sehr mächtiges Wort und wir müssen auch wieder lernen, es wirklich zu gebrauchen. Einfach zu sagen, nein, ich möchte das jetzt nicht. Und da ist auch keine Erklärung notwendig. Wenn der andere Nein sagt, dann ist der Satz beendet. Da musst du auch nicht sagen, ja, warum, weshalb. Nein, ein Nein ist Nein. Und ich sage dann immer noch, welchen Teil von Nein hast du nicht verstanden? So. Ja. Vorne oder hinten? Also in diesem Fall, Bettina, vielen herzlichen Dank fürs Gespräch. Ich wünsche euch eine gute Versammlung heute Abend. Vielleicht bin ich dabei, vielleicht nicht. Ich habe es noch nicht entschieden. Hauptsächlich wegen der Ortsnähe, weil ich bin halt hier in der Schweiz und ihr seid in Deutschland. Ich finde das sehr toll. Ich finde das sehr toll, das Projekt. Aber wer weiß, definitiv werde ich das sehr eng mitverfolgen. Und dann alles Gute für 2022 und danke nochmal fürs Gespräch. Ja, vielen Dank und wir sehen uns in diesem Weltentheater bestimmt wieder. Genau, okay. Also, vielen Dank. Tschüss, Bettina.